Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Rezension. Es gibt wieder ein Rezensionsexemplar, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar ist es Für Emma, Ella und Micha von Jessica Sorensen aus dem Heine Verlag. Das Ganze hat 349 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Mir hat das Ganze demnach ganz gut gefallen. Das ist ein zweiter Teil, weshalb ich euch zum Inhalt eigentlich gar nicht so mega viel erzählen will, beziehungsweise nicht zum Inhalt von diesem Buch jetzt hier. Das Geheimnis von Ella und Micha, das war der erste Teil. Da ging es ja halt eben um die beiden Protagonisten. Und zwar ist Ella nach einer schicksalsreichen Nacht sozusagen geflohen. Sie ist aufs College gegangen und hat niemandem eigentlich gesagt, wohin sie geht und warum vor allen Dingen. Und hat Micha, ihren Jugendfreund oder ihren ältesten Freund im Prinzip, alleine gelassen, ohne auch ihm eine Erklärung zu geben. Und er hat dann auch monatelang nach ihr gesucht. Als sie dann Semesterferien hat, beschließt sie, nach Hause zurückzukehren. Eigentlich eher so gezwungenermaßen als freiwillig, sage ich mal. Und natürlich trifft sie da auch sofort wieder auf Micha. Und das wirbelt ihre Gefühle ganz schön durcheinander. Aber natürlich auch Michas Gefühle. Und ja, ob da zwischen den beiden dann mehr ist oder nicht, das muss man natürlich selber lesen. Aber ich denke mal, dass dieser Titel hier, also Für immer Ella und Micha, schon einiges zum Inhalt vom ersten Teil dann irgendwie verrät. Aber auf jeden Fall ist es so, dass das Ganze wirklich auch toll geschrieben ist. Also mir gefällt der Schreibstil sehr gut, sowohl vom ersten als jetzt auch vom zweiten. Auch der zweite Band ist wieder aus zwei Perspektiven geschrieben. Einmal aus der von Ella, einmal aus der von Micha natürlich. Was ich immer sehr, sehr schön finde, diese Perspektivenwechsel, einfach dadurch, dass man einfach über alle Charaktere dann immer einiges erfährt, über deren Seelenleben, deren Emotionen, Beweggründe und warum die etwas tun oder halt eben nicht. Und ja, besonders in diesem Buch hier lernt man wieder einiges über Ella und deren Leben und Vergangenheit und deren Probleme, denn sie ist eigentlich der kaputtere von beiden. Eigentlich sind beide so ein bisschen kaputt, kann man sagen, und von der Vergangenheit sehr belastet. Im Prinzip sind auch ihre Freunde ziemlich belastet von der Vergangenheit. Beide hatten oder alle hatten schwere Kindheiten, alle haben dadurch ihre Päckchen zu tragen, jetzt auch in der Gegenwart. Aber besonders bei Ella ist es halt so, dass sie einfach ein Problem mit sich selber auch hat. Und es ist ja so, wenn man sich selbst nicht liebt, kann man auch irgendwie andere nicht an sich heranlassen. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem in diesem Buch, würde ich sagen. Und wie sie und auch wie Micha und ihre Freunde damit umgehen. Und wie gesagt, mir gefällt es sehr gut. Ich habe das Ganze in einer Nacht durchgelesen. Ich meine, es sind natürlich jetzt auch nicht so mega viele Seiten, aber also es ist schon einiges. Und demnach würde ich sagen, zeigt es schon, dass es mir sehr gut gefallen hat. Es war spannend von der ersten bis zur letzten Seite. Ich konnte mit beiden Charakteren mitfiebern. Ich konnte mich in beide sehr gut hineinversetzen. Wobei es bei Ella ein bisschen schwieriger war, mich dort hineinzuversetzen, weil ich solche Probleme, die sie hat, einfach irgendwie, ja, zum Glück nicht habe. Ich kann mir aber gut vorstellen, wie sie sich fühlt, dass sie sich schuldbeladen fühlt, dass sie immer so hin und her gerissen ist, zwischen Liebe und Distanz, ich weiß es nicht. Und Micha tut mir einfach irgendwie auch total leid, so dass er das Ganze so mitmachen muss. Ich finde, er ist ein starker Charakter, weil er halt einfach, er macht das Ganze halt mit, er ist immer für Ella da. In guten wie in schlechten Zeiten, und das macht ihn für mich einfach mega sympathisch. Also er lässt sich irgendwie durch nichts abschrecken, und das gefällt mir wirklich gut an ihm. Also er ist wirklich so eine treue Tomate, ein total netter und sympathischer Typ. Aber irgendwie haben beide so, ich würde sagen, sie sind beide so Adrenalin-Junkies irgendwie. Das zeigt sich ja auch dadurch, dass sie beide irgendwie schnelle Autos mögen, dass sie Autorennen mögen zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ich finde es immer so ein bisschen komisch, weil beide haben ja eigentlich schon genug Probleme, sage ich mal. Und sie begeben sich aber dann trotzdem auch noch immer in so Gefahrensituationen, ne? Ich meine, wahrscheinlich können sie sich dadurch irgendwie
besser spüren, sage ich mal. Also, dass sie leben, dass es das Leben halt wert ist. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall finde ich das immer schon ein bisschen fragwürdig, weil ich persönlich bin totaler Schisser. Also ich glaube, ich würde sowas nicht mitmachen, auch wenn es das vielleicht total langweilig ist oder so. Aber also ich weiß nicht, ich habe vor sowas immer total Angst. Ich habe immer Angst, dass irgendwas passiert und dass man damit irgendwie so ja, sich selber unglücklich macht und natürlich auch die Leute, die einen lieben. So, ne? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mir hat das Buch gut gefallen. Soweit ich weiß, gibt es ja jetzt keine Fortsetzung davon. Es geht ja jetzt in den folgenden Bänden von Jessica Sorensen erstmal um Ethan und um Lila. Und das sind ja auch Charaktere hier aus Ella und Micha. Denn Ethan ist Michas bester Freund und Lila ist Ellas beste Freundin, die sie vom College kennt. Und in diesen Büchern hier haben sie auch irgendwas miteinander, aber man weiß nicht so genau was oder ob sie überhaupt was haben oder ob sie die ganze Zeit nur reden. Und die beiden sprechen sich auch nicht so wirklich aus. Aber ich muss sagen, mich würde es schon interessieren, da weiterzulesen. Vielleicht erfährt man dann in diesen Büchern auch noch was über Ella und Micha, wie es mit denen weitergeht, ob es weitergeht. Denn das Ganze ist auf jeden Fall schon ein schönes Ende, finde ich, für diese Duologie. Aber ich würde wirklich gerne wissen, ob es gut weitergeht, ob es schlecht weitergeht, ob es überhaupt, wie gesagt, weitergeht oder was mit den beiden im Endeffekt passiert. Aber wie gesagt, das Ende finde ich auf jeden Fall toll. Es gefällt mir auf jeden Fall auch gut und ich mag ja sowieso auch immer dieses Hin und Her zwischen Protagonisten in diesen Liebesgeschichten. Es war ja beispielsweise bei Kirschroter Sommer, Türkisgrüner Winter auch so, das mochte ich auch total gerne. Und es ist ja auch in vielen anderen Romanen so, aber ich mag das irgendwie gerne, das erzeugt so ein besonderes Knistern und Kribbeln und irgendwie so das Gefühl, vor allen Dingen, wenn es halt aus zwei Sichten geschrieben ist, dass ja häufig auch vieles durch Missverständnisse verursacht wird und dass man sich als Leser die ganze Zeit ärgert und mitfiebert und hofft, dass es doch noch was wird. Und dass man sich die ganze Zeit fragt, warum das für die beiden so schwer ist. Aber ich mag solche Geschichten irgendwie und deshalb hat mir auch dieses gefallen. Und werft auf jeden Fall mal einen Blick drauf. Also wenn ihr das Geheimnis von Ella und Micha mochtet, dann werdet ihr das auch mögen. Und ich denke mal, wer zum Beispiel auch Türkis Grüner Winter und Kirschroter Sommer mag, für den ist sowas auch was, falls ihr noch nichts von Jessica Sorensen gelesen habt. Aber überhaupt, Liebesgeschichten, wenn ihr darauf steht, werdet ihr das mögen. Ich hoffe, euch hat diese Rezension gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss!